Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, was habe ich in meinem Bike-Rucksack mit dabei, beziehungsweise in meiner Bike-Bag, wenn ich losziehe auf den Trail und in den Park. Let's go! Aber bevor es jetzt gleich direkt losgeht, kommen wir zum Sponsor des heutigen Videos, und zwar zur Plattform Noom. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, ich habe ja versucht, beziehungsweise es auch geschafft, abzunehmen. 97 Kilo habe ich gewogen Anfang des Jahres und bin jetzt auf 82 ungefähr runter und möchte jetzt immer noch 2 Kilo weniger. So 80 wäre so mein Zielgewicht, und da hat mir Noom extrem bei geholfen. Wie das Ganze funktioniert hat, erzähle ich euch jetzt. Also, wie funktioniert das Ganze? Relativ easy. Du meldest dich am Anfang auf der Webseite noom.com. Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ganz einfach an, und es führt dich durch so ein kleines Quiz. Dieses Quiz stellt dir halt viele verschiedene Fragen über deine Gewohnheiten, über Essen und so weiter und so fort. Und daraufhin bekommst du eine individuelle, zusammengestellte Planung für dein Ziel. Bei mir ist jetzt das Wunschgewicht 80 Kilogramm. Und auch später in der Plattform an sich hilft dir das Ganze extrem, auch die Hintergründe zu verstehen. Das Ganze ist kein Sprint von jetzt auf gleich schnell irgendwie abnehmen oder so, sondern das Ganze ist ganzheitlich betrachtet, und das ist ein, wie ich finde, richtig guter Ansatz. Und gerade für Leute, die jetzt nicht so den Background haben, was Ernährungswissenschaften und Sport und so weiter angeht, oder so kleine Psychotricks, da hilft dir Noom einfach extrem. Denn Noom gibt dir das ganze Wissen geballt in deiner Hosentasche und hilft dir wirklich zu verstehen, warum etwas so ist, wieso etwas so ist. Und das hilft dir, das in der Tiefe zu begreifen, warum du zum Beispiel einfach Hunger hast oder Heißhungerattacken oder so. Da gibt es ja tausend Beispiele für. So, wenn du dich angemeldet hast bei noom.com, und den Link dazu findest du übrigens auch in der Videobeschreibung, dann hast du hier, bei mir ist jetzt der Tag schon fertig hier, ne? Also, bei mir ist der Tag komplett fertig schon, weil ich das natürlich alles schon gemacht habe. Das ist auch ziemlich cool. Hier ein Rezeptbuch, alles, Frühstück, Mittagessen. Dann steht genau, wie viel Portionen, wie viel Kalorien, Anleitung zu dem Ganzen, Ernährung und ob das halt auch überhaupt noch in deinen Tagesbedarf passt. Hier dieses Rezept eintragen zum Beispiel, zu sagen, das habe ich jetzt zum Frühstück oder was auch immer gegessen. Das ist schon ziemlich cool, also nimmt dir auf jeden Fall super viel Arbeit ab. Ja, wenn du das Gefühl hast, für dich ist das auch was, check den ersten Link in der Videobeschreibung ab, dann kannst du da dein Probeabo machen und dann geht's auch schon direkt los. Aber jetzt erzähle ich euch, was ich hier in der Bikebag mit dabei habe, wenn ich um den Trail gehe. Let's go! Also, starten wir mal direkt rein. Es gibt ja ziemlich viele Sachen, die man eigentlich so mitnehmen kann auf dem Trail. Ich stelle euch jetzt vor, was ich mit dabei habe, und ich bin sehr gespannt, was ihr so mit dabei habt. Ob das dich gleicht, schreibt das gerne mal in die Kommentare, was ihr so mitnehmt. Also, was nehme ich mit? Natürlich, ich fahre tubeless, aber man weiß ja nie. Deswegen ist immer noch ein zweiter Schlauch mit dabei, beziehungsweise ein Schlauch ist mit dabei, falls mal irgendwie was kaputt gehen sollte. Dazu braucht man natürlich auch eine Pumpe. Ich habe hier so eine kleine mit dabei, die auch den Druck mit anzeigt. Das ist mir besonders wichtig, da ich das zwischendurch auch immer kontrollieren kann. Ich hatte bisher immer Glück, dass nie ich irgendwie einen Platten hatte, außer beim Steinfeldtraining mit dem Thomas. Aber sonst nie was passiert. Dann immer eine Kette, nachdem nämlich die Kette beim Marc gerissen ist, als wir in Wuppertal angekommen sind und gerade losfahren wollten und beim Marc die Kette gerissen ist, habe ich mir eine Kette zugelegt, die ich immer mit habe. Das ist übrigens so eine Mischung. Viele Sachen liegen natürlich davon auch im Auto einfach. Wenn ich im Park bin, dann liegt das Zeug im Auto und ich schleppe das nicht die ganze Zeit mit mir rum. Zum Thema Werkzeug habe ich mir ein Multitool besorgt, das von Crank Brothers, was eigentlich alles Mögliche hat, auch um Ketten zu nieten und so weiter und so fort. War jetzt schon ein paar Mal im Einsatz tatsächlich. Der Tom hat es zum Beispiel gebraucht, den Haniel, aber ich habe es noch gar nicht so viel gebraucht, außer mal so ein paar Sachen nachzuziehen. Aber so ein Multitool finde ich halt praktischer, als wenn man alles einzeln dabei hat. Ich hatte immer dieses Tool von Canyon mit,
die ganze Zeit und das fand ich irgendwie nicht so cool. Dann habe ich noch so ein Spezial-E-Bike-Öl mit dabei. Man weiß ja nie, für was man es irgendwie braucht. Aber dieses kleine Tübchen habe ich schon ewig mit dabei, falls man mal irgendwo ein bisschen etwas ölen muss. Dann nicht zu vergessen, immer ein Ersatz-Dings hier für die Bremsen, wenn das Fahrrad nämlich ins Auto muss. Ich verliere diese Dinger ständig und deswegen habe ich immer noch so einen Teil als Ersatz mit. Ein Reifenheber, wenn man natürlich einen Platten hat, muss man das Gummi auch abziehen und dafür ist der Reifenheber hier. Ich habe hier die von Schwalbe und bin damit richtig fix geworden mittlerweile. Es geht fast so smooth wie beim Thomas. Natürlich noch nicht ganz, aber ich bin da auf einem sehr, sehr guten Weg. Dann habe ich immer noch so einen Satz Kabelbinder mit dabei. Die kleineren, dünneren, nicht die dicken. Die finde ich irgendwie so, weiß nicht, unpraktisch, brauche ich irgendwie nicht fürs Fahrrad. Aber so ein paar Kabelbinder sind immer mit dabei. Man weiß ja nie, wann man die braucht. Und natürlich mein Wasser. Wasserbeutel mit dabei, weil ich trinke immer extrem viel und ich finde halt auch, Trinken ist so, so wichtig. Also wenn man dehydriert oder zu wenig getrunken hat, das ist einfach echt eine miese Sache und ich kann überhaupt nicht mit wenig trinken. Also ich brauche das echt extrem. Beim Bikepark ist es immer so, dass ich alle paar Minuten mal runterfahre zum Auto, alle paar Abfahrten runterfahre zum Auto, um was zu trinken, weil ich einfach ja trinken muss, ne? Also ich weiß nicht, wie es da euch geht. Es gibt ja auch so Leute, die müssen irgendwie gar nichts trinken. Der Marc ist auch so einer, der muss irgendwie nicht viel trinken. Ich bin so einer, ich muss ständig irgendwie trinken. Ja, das war's. Mehr nehme ich gar nicht mit auf dem Trail. Das ist so ein bisschen die Basisausstattung, glaube ich, so. Wenn du ein paar Tipps hast, was man unbedingt auf dem Trail oder im Bikepark oder sonst wo irgendwie mithaben sollte, dann schreib es gerne in die Kommentare, würde mich gerne interessieren. Und vielleicht kann ich dann upgraden oder ihr könnt auch upgraden. Oder ihr merkt so, okay, der Kommentar, der macht Sinn. Das sollte ich auf jeden Fall auch mit dabei haben. Ja, vielleicht ist da ja für uns alle was dabei und wir können daraus lernen. Freue mich, wenn du bis zum Schluss dran geblieben bist bei diesem kleinen kurzen Video. Ich dachte, das ist so ein Thema, das kann man mal ansprechen und wir können uns da mal ein bisschen austauschen untereinander in der Community. Lass gerne ein Abo da, jede Woche mindestens 2 neue Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.